Wunderschönen guten Tag in die Runde zum Webinar Non-Farm Payrolls Live Trading, natürlich mit Dirk Hilger und dem Stereo Trader. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie natürlich ganz herzlich auch im Namen von FX Flat heute zum Webinar pünktlich um 14:15 begrüßen. Ich bin gespannt, was die Zahlen sagen und auch was der Dirk zu den Zahlen sagt. Ob er einen Trade findet, wir werden sehen. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich hoffe, Sie natürlich auch. Und bevor ich jetzt dem Dirk das Zepter übergebe, würde ich sagen, springen wir mal zum Risikohinweis. Denn das Ganze dient, wie natürlich immer, nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, also Sie müssen da immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Egal, was der Dirk heute erzählt. Und das Ganze ist natürlich keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja? So, Dirk, dann habe ich meine Pflicht getan. Dann würde ich sagen, gebe ich dir jetzt den Bildschirm, wenn du bereit bist. Du legst dich wieder hin. Es klang ja schon so, hey, ich habe hier zwei Arme, ich bin nochmal weg. Nee, nee, So. nee, 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 nee. So leicht wirst du mich nicht los. So, dann schauen wir mal, ob ich den richtigen Bildschirm erwische. Wenn wir Hoffen gleich wir es sehen. mal. So, ja, ach, das sieht doch gut aus. Ja, Das das sieht ja sieht doch am besten perfekt aus. aus. Ich Sehr dachte gut. Wenn tatsächlich schon. irgendwas ist, weiß ja, ich bin da. Ich lege mich nicht ins Bett. Ja. Und dann Ja, kannst du mich. du kannst gerne da bleiben. Also ich finde es auch eh immer so ganz angenehm, wenn es nicht irgendwie nur die ganze Zeit Monolog von meiner Seite ist, sondern wenn da halt so ein bisschen Interaktion ist. Huch, das ist ja ein Bild von mir. Tag. So. Hallo, herzlich willkommen hier zum NFP, möglicherweise Live-Trading-Webinar mit meiner Wenigkeit und NX Flat, wollte ich jetzt gerade sagen. Es kommt nicht ganz hin, ne? Aber so ungefähr. Ich habe auch heute im Sommer entsprechend mal ein weißes Hemd angezogen. Wenn die Sonne schon scheint, dann kann man das ja auch beantworten. So, das war na, wie heißt, oh, ich kriege jetzt schon Probleme, hier einen vernünftigen Satz zustande zu kriegen. Hoffentlich wird das noch besser, aber ich bin da guter Dinge. Du hast ja gerade gemeint, auch wenn der Dirk einen Trade findet, also ich glaube, den zu finden ist nicht das Problem, aber die richtige Richtung zu finden ist möglicherweise Ja, das, die okay. größere Herausforderung an der Stelle. Und guck mal, geht auch schon wieder los hier mit dem Frosch im Hals. Gibt's nicht, ne? So, Mikro kaputt. Und da können wir direkt ja weitermachen. So, also, ihr dürft auch gerne hier zwischendurch mal was sagen, fragen, wie auch immer. Wie gesagt, freue ich mich, weil ich finde es immer so ein bisschen eher anstrengend. Also nicht nur für euch, wenn ich die ganze Zeit nur rede, sondern für mich halt auch, weil es manchmal, also gerade wenn der Markt sich nicht bewegt, dann sitzt man hier wirklich, soll das Ding dann halt irgendwie moderieren, soll noch was Kluges sagen, wenn der Markt bewegt sich nicht, ne? Also wenn sowas kommt, bitte helft mir, das Ganze hier so ein bisschen am Leben zu erhalten, damit wir hier nicht alle einschlafen. Outfittery Rules, das hat der Jürgen richtig erkannt. Ich habe ein neues Paket bekommen, das heißt, nächstes Mal gibt es nochmal ein neues Hemd. Dann auch von meiner Seite. So, jetzt aber genug geplänkelt. Also NFPs. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir mal Folgendes. Wer hier zum ersten Mal dabei ist, der macht bitte mal ein X hier rein, damit ich mal so ein bisschen, also hier in die Kommentare, damit ich mal so ein bisschen Gefühl auch dafür kriege, weil es ist doch immer sehr, sehr gut besucht und es ist quasi unmöglich. Der Timo macht natürlich ein X. Schmeiß den mal raus, Florian. Den brauchen wir schon mal gar nicht mehr. Also Timo gehört hier zum Stereotrader-Team. Oh, es sind ja doch einige. Nee, weil es halt doch immer sehr, sehr gut besucht ist, was mich natürlich auch freut. Meistens ist es ja auch ganz nett. Und von daher macht das auch Spaß, das NFP-Webinar in der Regel, ne? Aber trotzdem, ich muss mich halt, versuche mich halt auch mal so ein bisschen drauf einzuschießen, welchen Wissensstand, weniger Wissensstand, sondern eher dahingehend, wer versteht eigentlich, was ich sage? Oder beziehungsweise, weil ich habe ja manchmal natürlich auch so eigene Termini, die dann vielleicht nicht jedem geläufig sind, dann schmeißt das einfach rein in die Fragen, wenn ihr irgendwas nicht versteht und dann gehe ich da sehr gerne drauf ein. Okay, also so wie ich das sehe hier so, ja, jetzt nicht so viele zum ersten Mal, aber doch immerhin der ein oder andere. Alright, so, dann gehe ich mal auf das Bild im Stundenchart und dann versuchen wir da wie immer mal zuerst anzuknüpfen, was die ganze Geschichte
werden soll. Also generell, ich versuche halt auch immer so ein bisschen nochmal rückwärts anzusetzen, weil mein Ansatz ist ja nie der, dass ich halt mir jetzt irgendwie großartig Gedanken mache, die Zahlen sind gut, also geht der Markt rauf, die Zahlen sind schlecht, also geht er runter. Das ist natürlich eine Logik, die ich ja nie verfolge bei den NFPs, sondern eigentlich immer nur, es gibt News. Wenn die außerordentlich gut sind oder schlecht, dann gibt es außerordentlich viel Bewegung, Richtung unklar. So, und das heißt, der Ansatz halt entsprechend immer der, dass halt ich versuche anhand der Bewegung, die dann aufkommen kann, muss nicht, aber kann, dann halt das Bild, also eigentlich das reine Price-Action-Trading, daran zu vervollständigen. Und deswegen hole ich halt auch immer ein bisschen weiter aus. Und gehe jetzt zum Beispiel nicht irgendwie auf den aktuellen Tag. Also klar gehe ich da natürlich auch drauf ein. Aber halt das, was davor passiert ist, die ganze Woche, ist nicht weniger unwichtig. So, und mir fällt oder mir sind die Woche schon ein paar Sachen aufgefallen. Und ich lag auch mal falsch mit meiner Einschätzung. Was heißt falsch? Also ich nenne ja eigentlich schon immer klare Trigger, was wann wo halt irgendwie der Fall sein muss, damit zum Beispiel was aufgeht. Und so habe ich halt zum Beispiel an dem Tag hier, den wir hier sehen, ich hoffe, das ist groß genug, ne, also diese Bewegung hier nach oben. So, das heißt, es ist nachts irgendwo gestrandet hier in dem Bereich und da habe ich halt gesagt, es gibt eigentlich nur eine Richtung und zwar ist die Long. Und aber auch gefolgt von einem Trigger, der jetzt auch hier wieder eine Rolle spielt, nämlich ich habe gesagt, wir brauchen den ersten Schlusskurs im H1 über der 35494. Das ist genau hier oben am Ende von dem gelben Kasten. Weil das haben wir die ganze Zeit kein einziges Mal gehabt. Der ist da oben mehrfach gescheitert. Und wie gesagt, für die, die das zum ersten Mal sehen, diese Linien sind nicht erst gekommen, wo der gescheitert ist. Die war vorher schon da und die war vorher rot. Und das heißt, so eine gewisse Verlässlichkeit hat man da schon immer. Aber rot heißt natürlich nicht, du kommst da niemals durch, sondern würde bedeuten, wenn wir in der Stunde drüber schließen, muss er das bestätigen und dann sollte es in der Regel weiter raufgehen. So, jetzt sieht man aber hier an dem kleinen Bereich, ist mal ein bisschen größer, da ist nicht so wahnsinnig viel nach oben passiert. Einmal drüber geschlossen, versucht, das war es dann wieder. So, und der Trigger halt, wo die Longreise zu Ende war, war dann diese Kerze hier und das war dann um 12 Uhr am Mittwoch, müsste das gewesen sein, habe ich dann noch nachgelegt, Long ist durch, also die Idee. Warum Long? Grundsätzlich, weil der H1, der D1 sowieso halt eigentlich alles im Long-Modus ist. Ob das jetzt ein sauberer Trend ist, das lassen wir mal dahingestellt. Aber der Long-Modus ist halt intakt. Und dazu müsste man das hier mal ein bisschen raffen, um das mal ein bisschen deutlicher zu sehen. Weil wenn man sich mal nur die Peaks dann halt rausguckt, dann sieht man, dass wir hier halt steigende Hochs haben. Ne? Also das heißt, an der Stelle, da fing die Geschichte an, steigendes Hoch. So, und das hier haben wir ein Cluster, ja, was dann halt eben auch gekauft wurde, ging weiter hoch. Dieses war das Level, wo ich gesagt habe, ab dort, das ist natürlich jetzt auch schon irgendwie eine Woche, zwei her, ab dort wechselt der Short-Trend, der hier neu ist, wieder in Long-Trend. So, und das ist hier passiert. Dann gab es halt einen Rücksetzer, das ist soweit okay. Und dann sieht man aber auch seit dem Rücksetzer, dass da halt nach unten nichts mehr kam. Ne? Also das hier, das Gerange, das kann man mal ignorieren. Und was aber hier vor allen Dingen noch auffällt, also diese Range war eigentlich vorher auch recht gut abzustecken. Also man sieht hier vor allen Dingen in dem Bereich, also bis hier oben ist gelaufen, bis ans Gap. Und da habe ich halt gesagt, bis dahin laufen, also zu dem Zeitpunkt natürlich auch, bis dahin muss eigentlich drin sein und da muss man halt weitersehen. So, nach dem Gap, also es ist ein altes Gap hier, gab es einen Rücksetzer, nochmal Versuch, nicht funktioniert. Dann gab es hier eine Korrektur, die bei, muss ich, du bist jetzt lügen, also bei wie viel Prozent die war. Auf jeden Fall eine saubere Korrektur hier unten im Supportbereich. So, und dann halt der nächste Anlauf. So, und dann habe ich halt gesagt, daher kam ja auch die Long-Idee generell, die auch für meine Begriffe immer noch Gültigkeit hat, ja, dass wir halt, wenn man jetzt hier als Beispiel mal von dieser Range, wenn man da halt mal die Fibos anlegt, und zwar nicht nach den Peaks, sondern das halt exakt macht nach den eigentlichen Levels, muss ich natürlich genau umgekehrt machen, dann landen wir da oben genau beim ATH, nämlich, also bei der 611. So, ne, sieht man hier. So, die erste Erweiterung landet genau da oben bei der 611. Da wir jetzt halt, also gestern habe ich halt so ein bisschen mich vor dem SMA 20 im Daily irritieren lassen, der ist hier unten eingezeichnet.
Da habe ich ja gesagt, wir starten drunter und das könnte dann auch zumindest mal reichen für darunter. Wir haben dann drunter gestartet, es hat runter gedrückt, aber hat hier gebremst. Und übersehen habe ich gestern leider, dass das halt wiederum von dem Anstieg die 74, die 76,4 ist, ne? Beziehungsweise hier 23,6 das Level. So, das heißt, diese Fibo-Idee, ja, also ich bin jetzt nicht irgendwie der permanente Fibo-Trader, ja, aber wenn ich sehe, dass die Fibos hier permanent eine Rolle spielen und das Ganze so deutlich läuft, nachdem hier die 61 nicht gereicht hat, ne, also da schon im ersten Anlauf die 61 an der Stelle, von da hat es, wurde es nochmal versucht, hat nicht gereicht. Dann kam jetzt diese 74. Hier stimmen die jetzt nicht so genau. Wenn man es von den Peaks sieht, stimmt es genau. Und von dort dann nochmal. Ne, getreu dem Motto, wenn das nicht reicht, muss das reichen. Das heißt, der Long-Modus, ja, ob das jetzt ein sauberer Trend ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber der Long-Modus nach dem Raster, der ist noch da. Der funktioniert halt. Ne? Und hier sieht man auch, da in dem oberen Bereich auch drauf aufgesetzt und schon wieder nach oben. Und wir hängen jetzt einfach hier nur in diesem Gap fest. So, und das heißt für mich eigentlich, wenn jetzt die Zahlen hier so ein bisschen mitspielen, dann könnten wir eigentlich stressfrei in Anführungszeichen, dann auch nach oben rauslaufen. So, das ist halt so das Bild, was ich halt hier habe. Also, um das zu kippen, ich weiß es nicht, ne? Also, da habe ich ehrlich gesagt so meine Bedenken, weil was man ja auch sieht, er tanzt hier einfach, ne? Nachdem das Ding heute, war das heute Morgen? Weiß ich jetzt gar nicht, ja, ne? Müsste so gewesen sein. Nachdem wir hier halt dann auch nochmal nach oben gestiegen sind, 433 war eine alte Extension, auch sauber funktioniert, nach oben, dann halt hier abgeprallt und wir tanzen im Gap. Ja, hat zwar hier schon wieder drunter geschlossen, aber hält sich deutlich wackerer darüber. Deswegen wäre ich da fast ein Fan davon, irgendwie halt ein paar Punkte höher, tatsächlich einfach eine kleine Long Order reinzupacken und dann mal zu sehen, ob die ganze Geschichte nicht nach oben aufgehen kann. Also sind noch 2 Minuten, man muss da jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen auf Zack sein. Und es kann natürlich, wie immer, natürlich auch alles ganz anders kommen. Ja, also es ist nicht ausgeschlossen, dass das Ding runtergeht, aber es sieht irgendwie so gar nicht danach auch aus. Auch im Daily nicht. Da werde ich gleich mal noch drauf eingehen. Das schiebt einfach die ganze Zeit nach oben. So, und das heißt, das hier, die 611, wäre eigentlich nur der erste Punkt. Und wenn man das Fibo-Spiel komplett zu Ende spielt, dann landen wir halt wesentlich höher, nämlich dann knapp unter der 700. So, das war so die Reise, die ich halt die Woche mal genannt habe. Wie gesagt, ich habe mich zwischendurch mal kurz irritieren lassen, und habe da auch mal eine Fehlentscheidung getroffen. Das war natürlich nicht so klasse, aber okay. So, und während ich hier rede, drückt das Ding hier die ganze Zeit weiter nach oben. Und ich gehe jetzt mal rüber auf das andere Bild. So, und da sehen wir jetzt halt erstmal nur Folgendes, nämlich, dass wir hier am Point of Control sind. Das ist jetzt hier der 2-Minuten-Chart. Ich werde den jetzt aber hier so ein bisschen runter trapieren. Das ist der 2-Minuten-Chart. Hier ist der 5-Minuten-Chart. Also das ist halt alles down, ne? Klar. Hier 15 Minuten, weil ich halt immer versuche, halt auch gerade bei solchen Geschichten die Timeframes zu kombinieren. Moment. Ich weiß nicht, was ich in letzter Zeit irgendwie für frische Frühstücke, dass die mir immer in den Webinaren irgendwie dann im Hals stecken. Okay, also. Das heißt, hier sehen wir jetzt erstmal nichts, ganz kurzfristig auch nur hier steigende Tiefs. Würde jetzt auch dazu passen, ob man jetzt die erste Bewegung mitnehmen muss, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Kann man versuchen, ja. Muss man aber im Zweifelsfalle ziemlich schnell sein bei so einer Nummer. Also, wir gucken jetzt mal, wie die Geschichte halt kurz vorher runterdrückt. Wenn man natürlich dann mit einem überschaubaren Risiko reinkommt, okay, dann kann man mal machen. Aber sollte man gerade an so einem Punkt, finde ich, wirklich mit einer ultra kleinen Size dann auch machen und da nicht irgendwie unnötig ein Risiko eingehen. So, wir werden jetzt halt sehen, das Orderbuch wird jetzt dünn. Das betrifft uns ja natürlich hier nicht. Ich habe zwar hier das Orderbuch aus dem Future, aber bin halt trotzdem im CFD unterwegs. So, das heißt, ich würde jetzt hier versuchen, wenn das Ding jetzt wirklich nach oben drückt, ja, würde ich versuchen, hier oben reinzugehen, würde aber dann halt auch gleich hier unten den Stop setzen.
Das ist halt so schon so ein bisschen, muss den eventuell, also Stop jetzt hier 20 Punkte, man muss eventuell dann auch zweimal ansetzen. Ne? Also das heißt, wenn es jetzt nicht funktioniert, ist auch okay, aber hier kein unnötig großes Risiko. Das heißt, hätte ich jetzt hier irgendwie direkt den Trail angeschmissen, wäre die Sache halt ziemlich gut aufgegangen. So, das heißt aber nicht, dass der jetzt dabei bleiben muss. Kann aber sein. Ne? Es bräuchte schon ordentlich Druck nach unten, damit die Nummer jetzt wirklich auch nach unten durchhält. So, ich hätte natürlich hier tatsächlich, das war so ein bisschen falsch, ich hätte hier eigentlich direkt Break-Even-Absicherung machen müssen, weil das Ding ist ja direkt ins Plus gelaufen. Da war ich jetzt ein bisschen lame unterwegs. Aber wie gesagt, kleine Positionen, kann man das mal machen. Finde ich jetzt nicht so wahnsinnig problematisch. Schwierig wird es jetzt nur, wenn wir jetzt nochmal, wenn er jetzt nochmal irgendwie switchen sollte. Dann halt mit besserem oder mit überschaubarem Risiko reinzukommen. Ne? Also M5 kann man hier eigentlich schon mal vergessen. Wenn wir jetzt hier auf die Stunde gehen, die 396 war die ganze Zeit sehr, sehr wichtig für den Markt. Die liegt hier in dem Bereich, da ist auch ein Pivotpunkt passenderweise. Und das kann halt schon sein, dass dort halt jetzt noch mal ein bisschen was passiert. Ich würde ihn jetzt noch einmal versuchen. Bitte nicht einfach nachmachen. Eigentlich short. Oh mein Gott. Das war natürlich total dumm. Mann! Ist natürlich dumm, wenn man irgendwie long gehen will und setzt eine Short Order. So. Ein bisschen skalieren kann ich den hier. Aber das ist mir auch noch nicht passiert. Ne? Das war jetzt wirklich neu. Man sieht, Reaktion ist da, aber es muss natürlich halt auch noch deutlich mehr werden. Ne? So ein bisschen, ich lasse dem hier jetzt auch mal ein bisschen Luft. Hier sind die Lows. Ist natürlich jetzt auch mehr Risiko als vorhin, weil ich handle ja hier jetzt erstmal genau gegen den Impuls. Und von daher muss ich auch damit rechnen, dass da unten was fliegt. Mann, ey. Also das ärgert mich jetzt echt gerade, ne? Dass ich halt hier wirklich mich verklickt habe. Völlig unnötig. Nein, es ist keine Riesenposition, ne? Aber. So, auch die, die zum ersten Mal dabei sind, die haben jetzt auch einen passenden Eindruck. Los, schimpft mal mit mir. Ich habe es verdient gerade. Nein, hier schimpft keiner mit dir, Dirk. Ja, aber es ist echt, das ist mega ärgerlich, ne? Also Ja. total unnötig. Der Timo sagt schon. Ja, ne? Zu Recht nennt er mich Honk. Also, das habe ich ja nie fertig gekriegt. Das ist geistige Umnachtung. Also, man sieht ja hier halt auch, ne? Die Idee ist ja nicht falsch. Das heißt, wir kriegen hier Käufer rein an der Stelle. So, warum, weshalb, wieso? Wie gesagt, ein Price-Action-Level sowieso, was die ganze Zeit gehalten hat. Deswegen war das jetzt hier in der Stunde auch der plausibelste Punkt. Mann, Mann. In der Stunde auch der plausibelste Punkt, wo überhaupt Käufer hätten aktiv werden können. So, aber es müsste jetzt natürlich auch komplett nach oben durchziehen, damit man halt hier ein bisschen mehr als jetzt die 30 Punkte, die hier gerade drin sind, auch machbar sind. Wobei das natürlich jetzt ja auch schon locker reicht. Ne? Wenn man jetzt hier sagt, okay, ich bin raus, dann ist der kleine Loser von oben schon drin. Und das meinte ich halt. Ne? Man muss im Zweifelsfalle schnell sein und dann vielleicht auch zweimal ansetzen. So, aber das hier ist für meine Begriffe eigentlich schon recht nett von der Bewegung her. Ich lasse den aber trotzdem mal noch in Ruhe und will mal gucken, wie die 5-Minuten-Kerze endet. So, auch wenn ich gesagt habe, die ist erstmal irrelevant. Irrelevant aber eher von den Punkten her, was er erreichen könnte, aber nicht von dem, wie sie halt schließt. So, das heißt, die kann natürlich immer noch komplett hochziehen auf den letzten Drücker. Ja, aber wenn man nur scalpen will, war das jetzt halt schon eigentlich eine nette Nummer an der Stelle, die sich durchaus sehen lassen konnte. Ich will aber mal versuchen, vielleicht ist es ein Fehler, das kann sein, also hier ein paar Punkte mehr mitzukriegen, weil wir hier unten ja gerade die Verkäufer erstmal gerade so ein bisschen loswerden hier auch. So, 5 Minuten hat in Rot geschlossen. Mal gucken, was wir bis zum Anfang nochmal schaffen. Dann sollte man hier jetzt allerdings erstmal Break-Even absichern und dann mal gucken, ob es nach oben weiterläuft oder nicht.
Hier einfach mal an den letzten Peak. Man kann, könnte natürlich auch mal die Hälfte einfach mal rausnehmen. So, immerhin schon mal 50 Punkte an der Stelle. Schon mal das Doppelte von dem, was oben verballert wurde. Gut, mein Verklicker da unten, den rechne ich jetzt mal nicht mit, weil so dumm war ja wahrscheinlich keiner außer ich selbst. Deswegen zähle ich das jetzt mal nicht. So, ich gehe jetzt hier mal direkt nach auch. Gucken wir mal, bis auf Anfang kommen. Am Anfang sind wir fast. Das heißt, nur Scalping wäre jetzt hier eigentlich der Exit. Würde passen. Ich ziehe mal nur den Stop ein bisschen deutlicher nach. Das heißt, wenn wir jetzt oben drüber schießen sollten, dann ist gut. Aber ich glaube eher, dass wir hier nochmal kurz den Rückwärtsgang machen. Und wie gesagt, wenn nicht, dann ist die Nummer ja auf jeden Fall sauber dabei. Also diese paar Punkte, die schenke ich mir jetzt mal an der Stelle. Also diese 10-punktige Differenz, die wir hier gerade noch haben, mehr ist es ja nicht mehr. Ne? Nicht mal. So, das wäre für mich okay. Ne? Also hier, wenn ich jetzt hier rausfliege, so, alright. Gut. So, jetzt habe ich zumindest mein Ärgernis. Was? Mal gerade Nachrichten rausgekommen? Natalia. Ja, das ist der Grund, warum wir das hier machen. Ich versuche zu zeigen, wie man sowas handeln kann. Und wie man ja sieht, ne, also man könnte jetzt halt hier, das war vielleicht ein bisschen knapp einfach nur, aber trotzdem, ist für mich erstmal okay, der kann auch nochmal das Tief ausloten, das kann er alles machen. Das ist jetzt für mich jetzt hier erstmal fein. So, weil im Endeffekt entscheidet die Stundenkerze, wie die dann halt auflöst. Und dann muss man halt mal gucken. So, aber hier die 396 oder 39, doch 396, das war auf jeden Fall soweit richtig. So, für mich ist halt, deswegen habe ich gesagt, nochmal ganz kurz mit der 5-Minuten-Kerze, damit man es eben auch versteht, für mich ist schon immer wichtig, wie so eine Kerze schließt, ne? Weil oft sieht man ja dann halt auch einen Rhythmus in den Bewegungen. Ne? Und man sieht halt hier einfach die 5-Minuten-Kerze, die hat halt in schwarz, rot, wie auch immer, geschlossen, auf jeden Fall nach unten. Und wenn jetzt halt hier, was ja dann schon oft der Fall ist, eine größere Position dahinter hängt, und dann machen die nichts anderes, als halt hier unten irgendwo auflösen und dann halt irgendwie in der Nähe vom Entry halt nochmal nachladen. Und aber halt eben nicht über den Entry rauskommen lassen. Das ist eigentlich relativ, das ist nicht besonders ungewöhnlich. Und deswegen auch hier raus, hätte er die jetzt direkt abgeschossen, nach oben durch, fein. So ist er halt bis kurz vor die Eröffnung gelaufen und versucht jetzt wahrscheinlich die Bewegung fortzusetzen. Deswegen ist der Exit hier an der Stelle auch völlig in Ordnung. Es kann natürlich auch sein, dass das Ding, das wirklich halt hier im 5-Minuten-Takt nach unten gekippt wird, ist aber nicht schlimm. Dann war es dann trotzdem irgendwie mit dem letzten Trade hier 50 Punkte plus, auch wenn der Markt eigentlich runtergegangen ist. Aber weiß man halt nicht. Viel schwieriger ist es, gerade bei News, eine Bewegung mitzukriegen, die wirklich weit läuft. Das finde ich viel, viel, viel schwieriger. Weil nämlich ganz oft sieht man ja halt auch, dass halt dann wirklich so auch viel gefaked wird. Ne? Also jetzt wie zum Beispiel hier, großer Rücklauf, sieht so aus, als würde es da unten halten. Kann aber wie gesagt genauso gut sein, dass es einfach nur hier zum Nachladen dient, um dann nochmal runterzudrücken. Ne? Und je langsamer, desto schwieriger, weil das sehen ja dann alle. Das heißt, in der Zeit, wo wir hier halt die 50 Punkte da gerade mitgemacht haben, da kommen jetzt erstmal die langsamen und gucken, was da passiert und überlegen, wie man damit klarkommt. Und dann wird es halt wirr. Und das sieht man auch gerade, finde ich, so ein bisschen, ne, dass halt irgendwie wesentlich unentschlossener gerade unterwegs ist, als jetzt irgendwie genau zu der Minute, beziehungsweise die 2 Minuten nachdem er rausgekommen ist. Ne? Weil das hier ist 2-Minuten-Chart, das war nur die erste Bewegung und dann hier flop hoch, nett. Ne? Und das meinte ich halt, es spielt eigentlich keine Rolle, was für Zahlen da sind, weil der wird das Bild, was sich in der Price Action ergeben hat, immer in irgendeiner Form vervollständigen wollen. Und das sehen wir auch gerade ja hier. So, hier gibt es momentan, glaube ich, nichts zu tun. Hier könnte man höchstens noch irgendwie gucken, dass man, wenn man jetzt wirklich bei Long dabei bleiben will, auch wenn es gerade irgendwie drückt, stört mich noch nicht wirklich, dann müsste man halt versuchen,
eine Etage tiefer sogar reinzukommen. Das heißt, ich würde dann halt hier in dem Fall auf die Stunde gehen und dann hier als nächstes den Peak suchen. Und der Peak liegt hier unten in dem Bereich. Ja, das ist die nächste plausible Zone, die wir hier haben. Das wäre dann die 350 etwa, wäre dann auch hier wieder netterweise beim EMA 200. Der mich normalerweise ja nicht wirklich interessiert, aber der würde halt dazu passen, meinetwegen. Ne? Also, weil hier sehen wir ja auch die ganzen Supports die ganze Zeit. Das heißt, glaub nicht, dass der da jetzt mal einfach so durchschlittert, sondern dann sollte man wirklich dann, wenn man halt an Long glaubt, den Bereich dann halt irgendwo suchen. Eventuell muss man ein bisschen skalieren. Der kann natürlich drunter pieken. Ja, aber hier war ja schon immer relativ viel Kaufalarm auf der Seite. Von daher, also nicht ohne Risiko, ist klar. Genauso wie bei der 5-Minuten-Kerze wäre mir natürlich auch wichtig, dass die Stundenkerze auch sauber auflöst. Und das kann sie immer noch, weil die hat noch 20 Minuten Zeit. Das heißt, die kann genauso gut nachher da oben rausragen, ja, wenn die Stunde um ist. Who knows, ja. Also das ist, 20 Minuten sind ein Haufen Holz, gerade bei News. Und gerade, wenn man wie heute hier auch so ein bisschen mehr Bewegung haben. Von daher, das ist schon möglich. Das muss nicht so sein, aber es ist möglich. Und vor allen Dingen, wenn man dann sieht, dass es zum Ende der Stunde dann halt hochrennt. Und dann kann man immer so sich schon so ein bisschen ausmalen, was es eigentlich werden soll. Ne? So, jetzt ist aber hier, mal gucken, wie sieht das aus. Ja, da hat hier einfach nochmal die gelbe Linie, die matcht, also die kommt einfach nur aus einem kleineren Timeframe, ist aber vom Prinzip her kombiniert mit der 396. Ja, kleines neues Tief, das ist okay. Hier haben wir halt auch ein Pivot. Gut, wird gerne gehandelt, Richtung gerne unklar. So, aber passt halt hier natürlich ja dann auch erstmal jetzt halt dazu. Aber man sieht halt hier, okay, so wirklich weiter geht es da nicht. Ne? Es kann natürlich sein, dass jetzt hier einfach nach oben abhaut. Ist auch möglich. Und ich würde sagen, hier warten wir mal die 15-Minuten-Kerze mal ab. Und vielleicht sieht man ja auch im Orderbuch noch was. Das heißt, also wenn hier was Größeres kommt in irgendeine Richtung, ja, hier der reicht wahrscheinlich eher nicht. Aber da sieht man ja halt trotzdem, ne, da ist halt einfach so eine dicke Order, wo halt der Markt jetzt auch nicht drüber kommt erstmal. Aber kann natürlich genauso gut fake sein. Aber wie gesagt, reicht nicht in der Größenordnung. Da müsste man dann schon ein bisschen mehr sehen und sich die Levels dann halt eben tatsächlich dann auch einfach mal merken, weil oft kann man das schon gut nutzen, um das Risiko zu begrenzen. Das heißt, kann sein, dass die jetzt hier wirklich gedreht worden sind auch und entsprechend dann halt per Market nachgeliefert wird. Aber das ist natürlich zu wenig, um jetzt irgendwo was Größeres hier ableiten zu können. So. Mal gucken, was das jetzt wird auf die auf den letzten Drücker halt auch von der M15. Ja, der hängt jetzt halt hier so ein bisschen. Ich habe die Dinger immer drin, also hier EMA 200, um einfach zu sehen, wo es nervig wird. Und das ist halt meistens so. Und deswegen sieht man auch hier, der hängt da dran rum. Also inwieweit man da jetzt halt dann einen Trade ableiten kann, weiß ich nicht. Also anhand von dem, keine Ahnung. Aber man sieht, er klebt sich, der hängt sich da halt irgendwie dran auf gerade. Oh Mann, meine Stimme. So, noch 45 Sekunden. Per Market, fragt der Christoph gerade, per Market nachgeliefert heißt, da könnte die Long gehen, weil jemand fett shorten wollte. Nee, so würde ich das nicht sehen, sondern eher einfach in Form von einer klassischen Iceberg-Order. Ne? Also das heißt, das halt zum Beispiel, also Eisberg kommt ja von der Idee der Spitze des Eisbergs, nur die sieht man, nur den sieht man und das ist halt eben dann oft so, dass zum Beispiel deine Order dann halt irgendwie ein bisschen größer ist als die anderen und die wird dann auch nicht kleiner. Das heißt, die wird auch nicht mal eben geschluckt in der Regel, sondern die wird einfach nicht kleiner, ne? Weil mit jedem Fill wird dann halt nachgeliefert, wird die Order immer weiter ausgebaut. Und dann auch eben oft so, dass dann halt im Nachgang dazu dann halt auch Market in die gleiche Richtung dann halt auch nochmal gefeuert wird. Ne? Also das dann halt schon eher. So. Also könnte schon sein, dass es halt hier
Iceberg ist, was ist. Also eine ragt hier immer die ganze Zeit raus, aber für meine Begriffe hat trotzdem so ein bisschen klein. Ne? So, hier unten sieht man jetzt, das wäre dann halt entscheidend. Ne? Also die war deutlich größer als der ganze Rest. Und dann haben wir hier so ein bisschen möglicherweise Ping-Pong, Player A, Player B. Mal gucken, wer dann das Rennen macht. Schwierig wird es dann natürlich nur, wenn man es halt, wie gerade beschrieben, eben nicht erkennen kann. Ne? Also, so, gucken. Es kann schon sein, dass die Geschichte wirklich noch nach oben auflöst hier. Ja, also, dass die M15 an sich stört mich jetzt weiter nicht. Ich würde mal gerne sehen, ob wir hier unten noch die Order haben, ob es die noch gibt. Aber man sieht ja schon deutlich, da ist halt irgendwo von der Unterseite ein Deckel drauf. Und da war halt auch die große Order. Mir ist jetzt nur hier der Abstand mit 25 Punkten ein bisschen, finde ich jetzt nicht so klasse, um da jetzt irgendwie sauber reinzukommen. Aber ich bin wirklich mal gespannt, wie die Stunde dann auch auflöst. Das hier ist so ein bisschen wenig. Den hier hätte man natürlich machen können. Ne? Aber das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man gleichzeitig erklären muss und handelt. Und dann geht man auch schon mal short, obwohl man long gehen wollte. So wie gerade demonstriert. Naja. So, aber hier klemmt. So, das sieht für mich dann auch eher so aus, als wären das wir sind hier noch ein paar Nachzügler irgendwie von denen, die News selbst gehandelt haben. Und was jetzt zu kommen scheint, ist der normale Handel, der jetzt gleich dran anschließt. Sieht man, das Orderbuch wird ja auch dichter, ne, beziehungsweise ist ja schon dichter geworden. Bei den News selber ist es ja ganz oft ganz dünn. Und von daher ist es halt auch denkbar, dass wir wirklich immer noch nach oben auflösen. Also ich bin da noch kein Short-Freund an der Stelle, auch wenn es schön nach unten gedrückt hat, alles nice. Wer das von oben bis da mitgenommen hat, Glückwunsch. Das waren 100 Punkte, aber das heißt nicht, dass es dabei bleibt. Ne? Also hier wird nämlich gerade erstmal nicht nachgeliefert, ne? Also von Verkäuferseite, sondern es stagniert einfach, steht einfach auf der Stelle rum. Hier sieht, da guckt jetzt noch mal einer so ein bisschen raus und die drückt auch gerade nach. Da sieht man es, aber das ist kein, nicht, das ist nicht sauber. Gut, ich gehe mal ganz kurz aufs andere Bild, weil hier glaube ich, ist irgendwie gerade nicht notwendig, was zu unternehmen. Ich würde dann halt eher, wie gesagt, hier unten nochmal bei der 350, 330 sollten wir da runterkommen. Da würde ich mich nochmal platzieren. Kann ja sein, ich lege die mal prophylaktisch dahin. Andererseits, wenn wir hier anfangen hochzulaufen, jetzt mit den Peaks hier, ich warte mal gerade noch eine Minute, bis die hier durch ist. Also die 2 Minuten gehört, mal gucken, ob da nicht ein bisschen was kommt. Also hier haben wir jetzt irgendwie so eine Mini-Range. Der Unterseite geht es nicht weiter. Hier läuft es aber auch nicht weiter. Und ob man vielleicht hier aus dieser Range rauskommt. So. Ja, ich wäre auch für Long. Also ich schreibe gerade jemand, ich wäre für Long, aber es reicht ja nicht, wenn wir dafür sind, sondern die den größeren Pot haben, die müssen dafür sein. Ne? Das wäre so ein bisschen wichtiger. Man versucht hier aus der kleinen Range da raus zu bugsieren. Deswegen mal abwarten, weil um 14:50 Uhr gehen halt beide zu Ende, also sowohl der M2 als auch der M5. Das heißt, wenn man sowas macht, am besten immer echt einen zweiten Anlauf. Ne? Das heißt, dann lieber hier, wenn man da jetzt unbedingt dran glauben will, dass das Ding hochgeht, den ersten irgendwie abwarten, dann halt lieber im zweiten nachliefern. Aber es muss dann halt auch irgendwann was kommen. Ne? So nutzt es natürlich alles nicht so wahnsinnig viel.
Ja, und das, was man, natürlich wäre es dann halt auch wichtig, dass wir das, was jetzt eingefahren ist, nicht unbedingt gleich wieder zu verschenken. Was mir halt echt nicht gefällt, ist halt dieser blöde Ehemann an der Stelle, das ist, nervt halt einfach, ne? Hoppla. Wollte ich eigentlich noch gar nicht, egal. So, gucken, also hier die Eröffnung haben wir jetzt gerade nochmal gesehen von der M5, ne? Sieht man hier. Das ist okay, da soll es auch jetzt nicht unbedingt nochmal drunter, wenn das Ding wirklich nochmal hoch will. Aber da kommt möglicherweise wirklich nichts mehr. Es sollte jetzt schon dann mal langsam in die Pötte kommen. Also mehr als die 16, die ich da gerade eingestellt habe, würde ich da auch erstmal nicht hergeben wollen. Das war wahrscheinlich ein bisschen früh. Aber okay. Ja, weil es muss jetzt dann halt auch laufen, weil jetzt hat der Markt, wenn wirklich der H1 noch rauf will, muss er es jetzt langsam machen. Es sind noch 9 Minuten, um eine Strecke von irgendwie, keine Ahnung, 80 Punkten nochmal irgendwie rückabzuwickeln. Das sollte man irgendwann auch mal anfangen, wenn das der Plan sein sollte. Also, wenn du skypen willst, hier gibt es nochmal 2 Punkte. Also keine Empfehlung, ne? Klar. Aber es, wie gesagt, es muss jetzt schon, sicher ist die Value Area, das heißt, da müssen wir auch dringend mal wieder rein. Die sollten wir jetzt schon sehen und dann kommt es halt darauf an, ob wir uns da drin halten können oder nicht. Ne? Das wäre natürlich schon nicht so ganz unwichtig. Also hier beginnt die, das heißt, da sollten wir dann am besten dann auch direkt durchschießen und dann drüber bleiben. Aber ob das gelingt, wir werden sehen. Also ein bisschen, ich ziehe auch jetzt noch nicht den Stop nach. Ich gucke jetzt wirklich mal, ob das gelingt an der Stelle. Hier wird auch übrigens die Tageskerze wieder grün. Würde grün, wenn wir die 5 Punkte da noch machen. Und dort darf er natürlich dann auch nicht abprallen, weil die muss natürlich dann auch durchgekauft werden. So, ich sichere das ab. Mir gefällt das noch nicht so wirklich. Also, weil das muss schneller gehen. Das muss am Stück durchlaufen jetzt, wenn das was werden soll. Der darf nirgends mehr bremsen. Ansonsten wird es hier nur rumgezappelt und dann eher wieder ein Fall für den Kassamarkt. Also hier ist Kassaschluss, beziehungsweise 22:15 gestern, nicht ganz Kassaschluss, ist noch die alte Einstellung. Und das hier ist, lame. Lame, 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 lame. Ja, wie gesagt, so am Stück durchlaufen sieht irgendwie anders aus. Ne? Kann sein, dass jetzt noch kommt, aber ich glaube eher, wir laufen hier nochmal zurück auf die Mitte und dann ist auch okay. Aber ich täusche mich natürlich auch gerne und sehe die Stundenkerze nach oben auflösen, keine Frage. Aber sind wir noch 10 Sekunden, dann ist der M2 wieder fertig. Mal gucken, ob der jetzt da oben reinschiebt. So, ne? Also hier ist genau die Value Area, genau da stehen wir jetzt. So, und da wäre es jetzt wichtig, wirklich drin zu bleiben und dann nach oben durchzuziehen über die Kasseeröffnung von gestern in. Das sollten wir zumindest mal ja wohl noch hinkriegen. Hier den Future Open, das heißt also wirklich die Tageskerze einmal kurz drehen. Das wird ja wohl jetzt mal drin sein. Wahrscheinlich nicht bevor, ohne den hier rauszuwerfen. Das kann natürlich auch sein. Aber wie gesagt, das reicht auch irgendwie nicht mehr von der Zeit. Also da müsste jetzt wirklich eine Rakete kommen, die komplett nach oben durchzieht, wenn das Ding hier noch wirklich gut werden soll. Also es ist zwar oft so oder fast immer so, dass eine Kerze, egal welche Richtung, immer erst auf den letzten Drücker aufgelöst wird. Ne? Aber das hier ist keine kleine Aufgabe, wenn das halt so kommt. Soll. Ja, aber wie gesagt, es kann genauso gut jetzt irgendwie hier in Geschrabbel enden und wir fliegen jetzt raus und dann sind nochmal 2 Punkte verdient und dann so what. Mal gespannt.
Wir stimmen demokratisch ab, ob long oder short. Ich weiß nicht, ob das hier mit Demokratie funktioniert. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen mehr Diktatur, was da abgeht am Markt generell. Also Thorsten fragt gerade, wie nachhaltig ist die Entwicklung für den bisherigen Trendverlauf? Geht der Chart in der Regel dann wieder zum Tagesgeschäft über? Ja. Also das ist wirklich immer nach meiner Erfahrung, ich meine, ich mache das jetzt hier mit den NFPs live ja schon ein paar Jahre. Und es ist halt einfach so, dass dann, ja, also spätestens um 15:30 wird der ganze Plan dann halt aufgegriffen und dann ganz normales Business as usual. Ne? Eigentlich sind wir da jetzt schon. Also, weil das hier hat ja mit den NFPs schon nichts mehr zu tun. Also entweder kommt jetzt halt wieder der normale Handel und macht das Ding jetzt halt hier fertig, was die netten NFP-Händler dann erstmal nach unten geschoben haben. Aber ich glaube irgendwie weniger, dass das jetzt hier noch großartig was in die Südrichtung wird. Ne? Also, weil vorher war das Ding long und wenn das jetzt, wie gesagt, fortgesetzt wird, dann ist da nicht mehr so viel Zeit. Dann muss er das jetzt machen. Ne? Also hier wäre halt wichtig, in der Stunde zumindest mal, also am liebsten natürlich irgendwie in Weiß, Grün, schließen, wie auch immer, welche Farben man auch hat. Aber erstmal zumindest zurück ins Gap. So, hier sind wir jetzt. Ne? Tageskerze, das sieht man ja hier auf der Seite dann auch. Da habe ich ja gerade gesagt, da sollten wir wohl mindestens mal ausprobieren. Und genau da sind wir jetzt. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir das Ding wieder raufdrehen. Oder eben nicht. Noch 3 Minuten. Ja, man kann jetzt natürlich, wenn man nur scalpen will, dann zieht man den Stop hier jetzt irgendwie halt dann auch direkt nochmal hinterher. Oder eigentlich geht man dann hier raus, ja. Weil das hier ist jetzt klar, so ein Punkt, wo da kann man jetzt eigentlich die Würfel auspacken, ja. Das ist 50-50. Und ob der jetzt da durchläuft oder nicht. Ja? Also das heißt, wenn man nur scalpt, ist hier definitiv Exit. Ja, aber ich will jetzt halt hier mal versuchen, die mögliche Chance, die wir jetzt hier gerade haben, zu nutzen, wenn er es denn machen sollte. Wie gesagt, wenn nicht, bin ich mit +2 dabei. Ansonsten wäre es jetzt hier +20 gewesen, addiert zu den +50 irgendwas davor, minus die 20 da am Anfang, wo ich ein bisschen übereifrig war. Okay, ne? Also insgesamt aber auf jeden Fall positiv. Heute ist Short-Tag. Im Euro-USD, okay. Von mir aus. Doch wird nichts, ne? Florian, was sagst du? Schwierig. Ja, ne? Passiert irgendwie nichts. Wäre schön. Wäre schön, mal wieder eine richtige Rakete an den NFPs zu erwischen, aber noch 2 Minuten hat er. Also, ich habe schon alles gesehen. Es ging ja in 2 Minuten runter, kannst auch in 2 Minuten hoch. We will see. So, aber das hier, ja gut, jetzt will ich nicht vorgreifen, dem EMA 200, aber wenn das Ding jetzt nach oben zieht, dann ist hier meine These wieder bestätigt, dass das halt einfach nur da ist und nervt. Außer jetzt, wir ziehen jetzt hier flapp drunter, dann, okay, dann haben die EMA-Händler gewonnen, aber sonst nicht. So, ein Stückchen geht's wohl noch. Das sieht gar nicht so schlecht aus, ne? So, das heißt, nochmal 20, 22 Punkte. Aber ich will rauf. So, aber das hier ist zeitlich nicht mehr zu schaffen. In 45 Sekunden ohne zu kippen. Deswegen ziehe ich den Stop jetzt mal ein bisschen näher. Und im Auge habe ich aber halt vor allen Dingen hier natürlich die Stunde. Hoppla. So, das wird nichts mehr, ne? So, die löst auf jeden Fall nicht mehr long auf, die Stunde, weil die ist nämlich jetzt um. So, heißt aber, ich mache das gleiche Spiel wie vorhin mit der M5. Das heißt, wenn wir da oben nochmal reinlaufen. Ups, da bin ich schon wieder zu langsam.
So, dann würde ich nämlich hier, wollte ich gerade sagen, so, da sind wir auch, ne? Hier einfach den TA-Trail jetzt einfach mal anwerfen, weil der kommt nicht mehr oben raus. Also nicht mit dieser Bewegung. Vielleicht kriegen wir noch ein Schübchen nach oben, kann sein. Aber ich glaube nicht, dass der durchläuft. Glaube ich nicht. Ja, von daher kann man jetzt mal gucken, ob man da, ich bin auch jetzt ganz schön langsam im Klicken, meine Güte. Ob wir jetzt hier noch einen Schuss kriegen, und wenn nicht, dann ist okay, ne? Ne, weil vom Prinzip her macht die jetzt wahrscheinlich das gleiche wie der M5 eben. Das heißt, wir laufen hier so ein Stück weit rein. Hier ist auch der SMA20. Und ich wollte ja zurück in die gelbe Zone, also hier ins Gap. Das ist natürlich der Punkt, um den es geht. Da sind wir hingelaufen. Fein. Ne? So, ich hätte natürlich gern die Stunde da drin geschlossen, die davor. Dann wäre es wahrscheinlich auch sauberer durchgelaufen. Aber so wahrscheinlich nicht. Also unmöglich ist gar nichts. Wir sind ja dabei. Aber hier kommt auch noch ein Kandidat, da ist unser Freund. Vielleicht, der hilft uns ein bisschen, da nochmal raufzuschieben. Und hier sieht man, also das könnte jetzt wirklich halt zum Beispiel eine sein. Die wird nicht kleiner und wird direkt immer nachgeladen und er geht da keinen Punkt mehr drunter. Also wenn es ein richtiger Eisberg ist, dann sitzt der Stop genau richtig, aber ist gerade gedreht worden. Das heißt, vorbei. Gut. Das war noch nett, ne? Das war doch auf jeden Fall nett. Also weil weiter, wie gesagt, weiß ich nicht. Ich halte es für recht unwahrscheinlich, dass wir da jetzt halt irgendwie am Stück da durchziehen. Es wäre, also wie gesagt, im wahrsten Sinne des Wortes unwahrscheinlich, weil es halt meistens so nicht passiert. Und man muss ja halt immer von Wahrscheinlichkeiten ausgehen, sonst kann ich ja hier auch nichts machen. Ne? So, gut. Also gucken wir uns das Bild mal nochmal an, wie das jetzt in der größeren Betrachtung aussieht. Ja, wie gesagt, kann, möglich ist es, aber trotzdem abwarten. Ne? Und ich glaube, mit dem, was jetzt hier irgendwie gerissen wurde, kann man, glaube ich, ganz zufrieden sein. Auf jeden Fall waren das ja irgendwie über 80 Punkte. Gut, also schalte ich mal um. So, sind die, die neu dabei waren, noch dabei oder haben die uns alle verlassen? Würde mich jetzt mal interessieren, ob die was damit anfangen konnten auch. Ich mal kurz zurück auf das Bild hier. So, hier sieht man es jetzt ein bisschen aufgeräumter. Ne? Also, ach tatsächlich, guck mal, das habe ich gar nicht gesehen. Das waren nochmal die 61,8. Also auch mit der FIBO hat die 396 gepasst. Aber bei mir ist natürlich, dass ich halt, ich habe halt die Marke natürlich im Kopf, ne? Weil ich ja halt auch den Blog schreibe und dass er halt permanent auch aktualisiere. Deswegen wundert mich das jetzt auch nicht, dass das dann auch wieder da gepasst hat. Ne? Also zumindest mal hier zur Hauptbewegung, guck mal hier. Nett, ne? Aber das war halt eben der Punkt, um den es halt schon mehrfach ging. Das klingt jetzt natürlich so ein bisschen komisch, wenn man das halt irgendwie die ganze Zeit dann halt auch verfolgt, aber das ist schon so, dass man halt schon erkennen kann, also wenn Point of Controls entstehen, wo die entstehen. Und hier war auf jeden Fall eine Menge Alarm und der wurde halt mehrfach zu kaufen versucht. Gestern hier auch wieder supported ohne Ende. Von daher, also hier, sorry, hier wieder zurückgekauft und dann supported. Von daher lag das jetzt schon nahe, dass da halt auch nochmal Käufer kommen werden. Sobald die da oben auch nur anfangen zu bremsen, die da halt runter wollen. Also, wie gesagt, möglich ist alles. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier am Stück durchlaufen. Ich glaube es nicht. Ich schätze mal eher, dass die Kasse gleich nochmal halt irgendwie ein bisschen tiefer ansetzen will oder sogar noch ein neues Tief macht und hier unten die blaue Zone nochmal attackiert. Auch möglich. Ne? Das hier halte ich jetzt für wirklich 50-50. Was natürlich, das habe ich ein bisschen übersehen, aber was man natürlich auch mal mit beachten kann, ist, wir haben halt hier einen ziemlich massiven Außenstab. Ne? Und das heißt, er hat wieder genau da reingekauft. Also es ist möglich, ne? Aber ich würde hier keine Wahrscheinlichkeit abgeben. Die blaue Zone, Support. Zone generell, frag mich nicht, wo die herkommt, ich weiß es schon gar nicht mehr. Teilweise sind die Linien halt echt ultra alt.
so dass ich nicht mehr auf Anhieb immer weiß, was das halt alles ist. Also bei den gestrichelten weiß ich halt, das sind immer irgendwelche Projektionen aus dem Daily. Na, bevor die halt jemals erreicht wurden, waren die halt schon da. Und das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo die eingezeichnet war, war es weder Support noch Widerstand, sondern nur die nächste Handelszone, die nächste logische. Und dann entsteht tatsächlich dort auch immer Volumen. Und deswegen bleiben die halt auch in der Form drin und haben halt dann auch, wie man sieht, eine Relevanz. Ach so, oh. So, jetzt wollte ich gerade irgendeinen Blödsinn erzählen. So, gelb ist das Gap. Hier oben die 339 ist halt aus der algorithmischen Beobachtung halt ein Widerstand und die 611 wäre halt, war ursprünglich auch eine Projektion, aber hat so sauber gehalten, dass schon fast wehgetan hat. Gut, DAX soll ich? Ich weiß es nicht. Also DAX finde ich halt super speziell, also gar nicht super speziell eigentlich, sondern der war also eigentlich total einfach, hier oben zu handeln die letzten Tage. Nämlich immer von Rot bis Grün. So, und der steht aber hier einfach in der Mitte. Und man sieht halt auch im Daily, also da natürlich auch, ne? Rot war da vorher, Grün war da auch vorher. Und der hat das so sauber gemacht. Da war ich ja tatsächlich mal begeistert vom DAX nach langer Zeit, dass er das gemacht hat. Aber hier unten ist eben Feierabend und da oben auch. Das heißt, der steht von der Stunde her betrachtet auf jeden Fall klar seitwärts. Vom Daily würde ich eben eher eine Short-Tendenz attestieren, weil man halt hier natürlich sieht, dass da oben halt, was also jetzt hier bei den Tageskerzen, da schon massiv auf den Deckel gegeben hat hier. Ne? Kein neues ATH runtergedrückt. Da kein neues Hoch runtergedrückt. Und jedes Mal tiefer geschlossen. Und hier, also das ist natürlich jetzt kurzfristig nur auf diese Woche gesehen. Und hier sieht man halt auch, und das bewegt sich einfach in den letzten Abwärtsbewegungen da im Nirvana. Würde ich für heute irgendwie nichts ableiten wollen. Also um da jetzt irgendwie zu sagen, was das werden könnte. Im DAU ist es natürlich so, der muss den Bereich hier oben knacken, wenn das irgendwann mal was werden soll. Und nach so und so vielen Anläufen, irgendwie 7 Anläufe, 8 Anläufe, waren das jetzt hier mittlerweile schon. Irgendwann ist auch mal gut, ne? Und das heißt aber umgekehrt, wenn das Ding hier irgendwann mal gekauft wird, dann kann man sich hier oben ganz schön warm anziehen, vermutlich mit Short. Weil dann werden die nämlich halt alle dann halt irgendwann sagen, oh, das hält wohl doch nicht. Und dann werden die Shorties aufgelöst und dann fliegt das Ding auch noch oben durch. Das ist halt natürlich dann, liegt hier schon so ein bisschen auf der Hand, ne? Gut. So, für die Gemütlichen, ne, also die jetzt vorhin hier zum Beispiel nur long gegangen sind und sonst nichts mehr gemacht haben, auch okay, ne? Sieht man also in der Stunde kann man das ja genauso gut handeln wie im kleinen Timeframe, wie ich es gerade gemacht habe. Ich habe es ja hier in 2 Etappen gemacht, in 2 Minuten. Einmal irgendwas mit 50, einmal irgendwas mit, wie viel waren es? 46 Punkte. Oder man lässt den hier unten drin, setzt den Stop da drunter und guckt dann halt in Ruhe zu, ne? Also geht genauso. Und gut ist immer nur, wenn man die kleinen Timeframes auf die großen halt abstellen kann, beziehungsweise wenn man das abgleichen kann. Dann passt das. Aber hier im Daily, da vielleicht auch noch ganz kurz, kann man mal einen Blick drauf werfen, auch mal irgendwie aufs Bild mit einer Nummer größer. Beziehungsweise ich raff das hier mal ein bisschen, auch mal so einen Überblick hat. Da sieht man halt eigentlich auch nur, das war auch eine Supportzone und dann auch irgendwie auch im Weekly. Das heißt, sauber gekauft, wenn man die Lunden mal außen vor lässt, sich wirklich hauptsächlich in den Schlusskursen orientiert. Und dann sieht man halt auch, ne, das hat hier zum Beispiel da, wo die ganzen Supports waren. Ne, also hier Widerstand, gekauft wird zu Support. Gut, den hier lassen wir mal kurz außen vor, aber dann halt wieder gekauft, wieder Support, 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 Support. Und hier dann auch. Geht nur kurz drunter, schließt aber wieder über den Supports. Geht runter, schließt wieder drüber. Das heißt, schon eine deutliche Tendenz nach Norden unverändert vorhanden. Da spricht eigentlich im Daily betrachtet zumindest mal irgendwie nichts dagegen, dass diese Range nach oben auflöst. Wer vielleicht nicht mitspielt, ist der Weekly. Da sieht man aber auch nicht so wahnsinnig viel, außer dass wir halt hier in der Abwärtsbewegung drin hängen, ne, von vor 2 Wochen. Immer noch. Das heißt, da ist schon, waren dann schon der ein oder andere anderer Meinung hier. Ne? Also, wenn man sich das mal anguckt,
also hier diese letzte Aufwärtsbewegung mit einem höheren Hoch unter der Eröffnung geschlossen, zwar nicht darunter selbst, aber das heißt, hier gehen die Meinungen eindeutig auseinander. Von daher kann es vom Weekly betrachtet auch noch umdrehen, vom Daily eher nicht. Also von daher, das erklärt aber zumindest dann auch dieses permanente Seitwärts, was wir halt hier die ganze Zeit einfach haben. Ne? Aber wenn man sich das halt mal unter dem Aspekt anguckt, und von daher ist es halt schon so ein bisschen nachvollziehbar, finde ich. Gut, alright. So, passt auch irgendwie gerade dazu, dass eine Stunde fast um ist. Ich versuche es ja eigentlich sogar einmal in 45 Minuten zu machen, das NFP-Webinar. Aber ich glaube, das war ja insgesamt alles recht nett, was da passiert ist. Da fragt der, wie spricht man das aus? Chem, soll ich long schließen? Das musst du leider selber wissen. Ich kann dir hier nur Argumente liefern. Und meine Sicht der Dinge erklären. Und von daher auch hier meine 50-50, die ich gerade genannt habe, da oben, ne, sieht man ja auch. Das ist nicht unberechtigt. So, musst du einfach selber entscheiden. Also ich darf hier auch keine Empfehlung geben, ganz klar. Und sondern wie gesagt, kann dir nur aufzeigen, was wahrscheinlich ist und was nicht. Und daran darfst du dich dann orientieren in deiner eigenen Entscheidungsfindung. Aber hier wird natürlich keiner sagen, mach dies oder mach jenes. Gut. Alright. So. Nein, falsches Bild. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich ja hin. So, tschüss. Wäre ein bisschen unhöflich gekommen, ne? So, jetzt einfach hier mit dem Anfangsbild einfach mal auf Tschüss gedrückt. Nee, aber ich denke, das war ja ganz okay. Schön, dass ihr so zahlreich dabei wart. Und auch die meisten haben auch durchgehalten bis zum Schluss. Von daher freut mich das natürlich. Ich hoffe, ihr hat auch ein bisschen Spaß dabei, konntet vielleicht auch was mitnehmen. Und mehr kann ich dem gar nicht mehr hinzufügen, außer genießt das Wetter am Wochenende. Geht raus und man weiß nicht, wie lange die Sonne noch mitspielt. Ne? Florian, siehst du auch so, schätze ich mal. Ich sehe das absolut genauso. Ja. Machen die einfach Feierabend jetzt, so. Gehen jetzt alle im Biergarten und gehen. Gute Idee. Alright, also von meiner Seite war es das, aber der Florian hat sehr, sehr gern das letzte Wort. Ich freue mich bis aufs nächste Mal. Passt auf euch auf, und aber sei es so nett und hört dem Florian gerade noch zu. Der will auch noch Tschüss sagen. Danke. Danke dir, Dirk. Auch von meiner Seite nochmal danke an die Teilnehmer, dass sie tatsächlich bis zum Ende noch so zahlreich dabei geblieben sind. Ich habe dem Dirk eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Haben Sie ein schönes Wochenende. Passen Sie auf sich und auf Ihre Positionen auf. Und ich würde sagen, genießen Sie die letzten Sonnenstrahlen, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, bis dahin. Ciao, ciao.